Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei East Origins im Toll Run. Und ja, wir haben in der letzten Folge die Silent Sense erreicht. Das Gebiet, was ich wirklich am wenigsten leiden kann, weil ich mich hier ständig verirre. Ich glaube, zuerst müssen wir hier lang. Jupp, genau. Hier gibt es nämlich erstmal wieder diese lustigen Giftspucker, die uns in die Stacheln schubsen können. Oh, den wir uns in Acht nehmen sollten. So, jetzt muss ich überlegen, welche treffe ich Opus. Ich glaube, die hier, ja. Wow, hat sich der Schleim gerade aufgespalten. Soll aber recht sein. Viel Erfahrung und SP für uns. Und auch bei dir. So. Genau, hier über die Brücke. Und die Magier weghauen, die sich immer hin und her teleportieren und Level abgeholt. So, hier kommen wir definitiv nicht rüber. Aber wir können uns hier 5000 SP einsacken. Sehr schön. Hier hilft nicht mal unser Wirbelwind über diese Breite. Und da unten brauchen wir auch noch nicht entlang. Da kommen wir nämlich später hin. Deswegen gehen wir einfach mal. Hier könnten wir hoch. Und hier könnten wir auch hoch. Das bringt uns zum selben Gebiet übrigens. Okay, da ist mehr eine Truhe, aber es gibt ja noch eine Tür da oben. Okay, du bist einer von diesen garstigen Viechern. Die sich leider nur so auslocken lassen. Wirklich effektiv. Wie man gesehen hat, meine Klauen machen bei denen fast gar keinen Schaden. Also gut, dann gehen wir jetzt als nächstes nach Norden durch die Tür. Hier gibt es wieder Schleime und einen ganzen Haufen Magier für uns. Was nichts Schlimmes. Wir geben SP und Heilkräuter. Wenn sie nicht wie Feiglinge sich wegteleportieren würden. Kommt her. Kommt, ich will euch... Heilt ihr euch gegenseitig? Das habe ich auch noch nie erlebt, dass die sich heilen. So, hier weiter. Okay, das bietet durch weil die Mondklaue fast gar keinen Schaden. Deswegen hauen wir es einfach weg. Und hier oben müsste der Weg weiter sein, ja. Obwohl, hier geht's zu der Truhe. Oder Frucht. Sehr gut. Ich würde ja am liebsten eigentlich einfach mal ignorieren, aber hier gibt Erfahrungspunkte. Und das hier. Wow. Und schießt mich wieder auf ein Bällchen da. Durch und durchdashen wollte ich eigentlich auch nicht. Ich wollte ihn einfach nur verhauen. So. Dann gucken wir mal die andere Seite. Au. Hoch. Kommt ihr her? So. Da ist wieder so ein Wurm, der aus dem Erdboden kommt und... Ah, Schleimespuck. Ah, der ist schneller weg, als er gucken kann. Ach Mist, und hier kommen wir noch nicht hoch. Hier brauchen wir erst den Doppelsprung. Jupp, wie ich sagte, den kriegt auch Toll. Also erstmal kurz heilen. Mal gucken, SP ausgeben. Auf jeden Fall schon mal die Rüstung verbessern und den Effekt von Heilkräutern verbessern wäre nicht schlecht. Item Drop Rates, dann Effektivität können wir gerade nicht. Die Zeit, die wir mit negativen Debuffs verbringen müssen, können wir doch verkürzen. So,
Das reicht dann erstmal und das ist dieser Ort hier. Der auch nervig sein kann. Stirb. Gucken wir mal kurz hier hoch. Ah ja, hier kommen wir zu dem Roh, aber der ist noch ein bisschen weit weg. So, Defense verringert, das ist schön. Und wehren kann er sich auch nicht, das ist doch schöner. Ja, sterbt einfach oder legt euch schlafen, ihr blöden Knochen. Ihr nervt nur. Das Gute bei den Tentakeln, die rot leuchten, sie bleiben auf der Stelle stehen und verdrücken sich nicht irgendwo hin, wo ich sie ewig suchen muss, ja, raus aus dem Sand. Aha, und der schmeißt eine Heilwolke irgendwo hin. Nochmal zwei Tentakel und noch ein Magier. Und eins von den Skeletten ist wieder hochgefolgt, das ist auch nicht gerade praktisch. Vor allem, weil ich es noch nicht töten kann. So, den zweiten Tentakelkopf, den lasse ich mal. Gehen wir lieber hier weiter. Oh, hier seid wieder ihr, gell? Mal gucken, macht Feuerball mehr Schaden? Ja, macht es. Komm, dann kriegst du ein paar Feuerwellen ab. Wey, und ich ein Level ab. Aua. Okay. Aufgeladen macht das bei denen sehr viel Schaden. Genau. Und jetzt müssen wir hier runter und das bringt uns nichts, weil wir keinen Schlüssel haben. Was zu haben? Ach nö, sag bloß nicht. Ja, ich kann mir schon denken, wo der Schlüssel ist. Ihr könnt mich mal hier. Durch euch hacke ich mich aber durch. Wenn ihr seid, schnell zu töten. Und auch manchmal so nett, euch aufzuteilen. So. Ich muss nämlich hier runter. Und da ist der Marmorschlüssel. Da sieht man es mal wieder. Ja. Wer es nicht im Kopf hat, hat es in den Beinen. So, aber die beiden haben keine Beine mehr. Jetzt müssen wir wieder links lang. Kurz heilen. Und hier hoch. Und ich könnte mal kurz was machen, fällt mir ein, nämlich diesen Ring wieder aktivieren. Hier in dem Gebiet brauche ich nämlich mehr Stärke als mehr Mana. Okay, bei den Gegnern wird das Feuer kaum. Also bei den roten Magiern macht letztlich ein bisschen Sinn. Aber bei den Tentakelköpfen wirkt es. Können wir euch noch mal töten? Aber sagt ihr euch töten, nicht von euch töten lassen. Und einfach hier runterfallen. Okay. Ach nö, die Bombenwerfer. Aua. Das ging etwas zu schnell. Dann eben wieder hier vorbei. Haben wir noch den Schlüssel? Ja, haben wir noch. Hier ganz schnell hoch, bevor uns die Knochis wieder folgen.
und hier mal ordentlich durch. Ich glaube, die Magier sind allgemein gegen sowas sehr resistent. Ist ja eigentlich auch Magie, wenn man es so sieht. Dafür sind wir halt angefällig gegen physische Schaden. Du nervst. Nee. Weg. So. Genau. Geht in meine Dämonenklaue rein und lasst euch Leben abziehen. So, noch ein Heilkraut. Und hier benutze ich am besten. So geht das. Meiner Dämonenform. Geht das viel einfacher. Dann kriege ich euch sehr schnell weg. So. Dann können mich eure Bomben mal. Und wir haben das goldene Armband bekommen. Ja, und das ermöglicht es uns nun, Doppelsprünge zu machen. Vielleicht mal hier hoch. Hüpf, hüpf. Und dann können wir hier runter. Ah, nein. Nein, das war nicht gut. Ah, da müssen wir aufladen. Genau. Und wir kriegen einen Rubin. Jawohl. Jetzt macht mein Inferno noch mehr Schaden. Toll, und jetzt kommen wir hier raus. Aua. Ich ignoriere euch alle einfach mal. Irgendwie hat es vorher bei denen da mehr Schaden gemacht. Na komm, die prügeln wir noch kaputt. Genau, und dann geht's hier wieder runter. Jetzt muss ich gerade mal gucken. War hier oben noch was? Aua. Lass die mich vorbei? Außer den Schleim meine ich natürlich. Die ignoriere ich jetzt einfach mal, die Schleime. So, ich meinte... Nö, hier ist nichts mehr, denke ich. Nein. Okay. Die anderen Wege hoch gucken wir auch noch mal. Ja, ignorieren wir einfach mal alles. Nö, hier ist nur der Weg zurück. Gut, dann würde ich sagen, ist dieser Raum hier endgültig clear. Können wir hier weiter machen. Das war den weghauen, dann die Magier, die blöden Stacheln aus der Schussbahn gehen. Prinz auf Persia Stacheln sollen. Ja, Sense of Time und die anderen beiden Teile gespielt hat, müsst ihr wissen, was ich meine. Die sehen im Paar genauso ähnlich aus und sind genauso nervig. So. Hier oben müssten wir jetzt rankommen. Und was finden wir? Einen albernen Panakea. Den benutzen wir doch gleich mal. Bringen wir 3 mehr Lebenspunkte. Manchmal frage ich mich wirklich, was für einen Nutzen die Panakeas haben sollen mit 3 mehr Lebenspunkten.
Also auf lange Sicht nämlich nicht besonders viel. So, jetzt müssen wir hier hoch. Ups. Und können wieder einen Roh füttern. Aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Bis gleich.